Ja, hallo, grüß euch, willkommen auf meinem Kanal. Herrliches Winterwetter haben wir. So soll der Winter sein. Schnee liegt, es ist jede Nacht unter dem Gefrierpunkt. 5, 6 Minusgrade haben wir. Untertags geht es auch kaum über die 0 Grad hinaus. Das gefällt uns. Da kann sich der Garten schön erholen im Winter. Aber was wir jetzt natürlich noch immer noch nicht gemacht haben, wir sind noch nicht mit den Sortenvorstellungen fertig. Es fehlen jede Menge scharfe Chilisorten noch. Das passt ja perfekt zu dem Wetter. Kalt ist, da muss man ja was Warmes essen. Und wobei wird einem am allerwärmsten, indem man noch scharfe Chilis isst. Oder so wie ich es jetzt mache, ich werde jetzt die scharfen Chilisorten für euch zusammenschneiden. Da wird man garantiert auch warm werden. Also bleibt dran, es zahlt sich aus. Hier ich eine gelbe Chilisorte aus Italien. Genau genommen aus Sardinien. Cetrino heißt diese Sorte mit diesen aufrecht wachsenden gelben Früchten. Als Züchter wird ein gewisser Mario D'Adomo genannt. Die Schoten sind manchmal leicht gebogen und diese gelbe Farbe, die verraten uns ja schon fast, wie sie schmecken. Genau, sie haben ein intensives Zitrusaroma, so ziemlich eins der stärksten Zitrusaromen, die ich bei den Chilis kenne, fast so wie bei der Lemon Drop. Es hängt unglaublich was dran an den Pflanzen. Schaut euch das an. Bisher haben wir da jetzt die Ernte übersehen. Da sind schon die ersten Schoten eingetrocknet. Macht auch nichts. Brauchen wir es nicht mehr in den Dörrautomat werfen. Die Früchte, die eignen sich nämlich ganz gut zum Trocknen und dann hat man dann ein fruchtig-zitroniges Chili-Pulver. Wenn sie noch frisch sind, die Früchte, dann kann man eine tolle fruchtige Salsa damit machen oder auch zu Soßen verarbeiten oder was wir gern machen, ein paar Ringel schneiden in einen Salat hinein. Das gibt dem Salat einen schönen Kick und schmeckt gut. Schärfe muss man allerdings vertragen können. Die liegt bei etwa 15.000 bis 30.000 Scoville sind das. Eine tolle gelbe Zitronenchili aus Italien, Cetrino. Hier habe ich die Aci Norteno Pepper, oder besser gesagt das, was heute noch die Rehe übergelassen haben. Ein paar Früchte kann ich euch zeigen. Die Pflanzen war ja riesig, war fast 1,5 Meter hoch. Jetzt haben sie es zusammengefressen auf 1,5 Meter. Sehr schade. Es ist eine ausgesprochen wüchsige Sorte, wird leicht über 1,5 Meter hoch. Der Name Aci Norteno stammt daher, dass die Sorte aus den Norden Perus stammt, aus den Tälern von Vir und Lambayeque. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe, bedeutet also so viel wie nördliches Aci. In Peru dort wird diese Sorte gerne mit Meeresfrüchten gegessen. Bei uns haben wir es ja nicht so mit den Meeresfrüchten, zumindest kann man es nicht aus dem Mondsee fischen. Aber es ist eine tolle, fruchtige Sorte mit einem leichten Apfelgeschmack. Ist absolut unverwüstlich, ist eine richtige Anfängersorte, wächst auch gut im Topf. Die Früchte, die haben eine Schärfe von etwa 7, das ist so 15.000 bis 30.000 Scoville. Das ist etwa das Lemon Drop Niveau. Ist schon ordentlich scharf, aber dieses tolle, fruchtige Beerenaroma mit diesem leichten Apfelgeschmack, das ist was ganz was Besonderes. Schauen wir, ob ich es vielleicht nächste nochmal anbaue, damit ich euch dann die Pflanze auch in der vollen Pracht zeigen kann. Genier mich ja fast so, dass ich euch das da so zeigen muss, aber besser so, als ich kann es euch gar nicht zeigen. Eine schöne Sorte aus Peru, Aci Norteno Pepper. Hier habe ich eine tolle gelbe Habanero-Sorte aus Suriname. Madame Jeannette heißt diese extra fruchtige Sorte. Der Name, der kommt von einer brasilianischen Kurtisane. Wahrscheinlich hat mir deshalb den Namen gegeben, weil die Früchte ja feurig, scharf schmecken und die Früchte ja so eine schlanke Gestalt haben, wie eben diese berühmte brasilianische Kurtisane.
Das ist ja unsere allerliebste Habanero-Sorte. Warum ist es so? Einfach weil sie ein tolles, fruchtiges Aroma hat. Man kann da Mango, Ananas herausschmecken, auch ein Hauch Vanille. Allerdings, die Schärfe, die hat es auch in sich, ist halt durchschnittliches Habanero-Niveau. Das sind so 125.000 bis 325.000 Scoville. Also, gescheit scharf, aber unglaublich fruchtig. Es ist ja nicht umsonst so, dass diese Sorte in der Küche Surinams besonders beliebt ist. Und auch wir machen ja ganz viel mit den Früchten. Wir machen zum Beispiel eine Mango-Habanero-Sauce. Da passen natürlich die gelben Früchte wunderbar dazu. Oder auch mal eine frische Salsa. Man kann sie auch gut trocknen, haben wir auch schon gemacht. Und dann ein feurig scharfes Chilisalz dann damit gemacht. Die Pflanze ist da heuer jetzt nicht so groß. Vielleicht ein bisschen unterdrückter von den Nachbarpflanzen. Aber wenn man da in die Pflanzen reinschaut, was da alles an Früchten draufhängt, der Ertrag kann sich sehen lassen. Es ist ja eine der ertragreichsten Habanero-Sorten, die ich kenne. Geschmacklich ist sie perfekt. Ist jedes Jahr im Anbau. Letztes Jahr hat sich leider etwas eingekreuzt. Haben wir rote Früchte drauf gehabt. Kommt immer wieder mal vor. Aber heuer habe ich jetzt wieder die Original Madame Jeannette-Sorte mit diesen tollen, gelben, fruchtigen Früchten. Eine unserer absoluten Lieblingssorten, wenn nicht die Lieblingssorten bei den Habaneros. Madame Jeannette aus Suriname. Diese schönen roten Früchte, die gehören zur Sorte Pido Tacana aus Bolivien. Eine Habanero-Sorte aus einem kleinen Dorf am Ufer des Rio Beni. Und die Leute dort, die sind die Tacana, also nach denen ist diese Sorte benannt. Es ist eine Habanero-Variante mit einer Schärfe von etwa 200 bis 300.000 Scoville. Unter dieser Schärfe, da verbirgt sie ein süßer Geschmack. Eine ganz tolle, dickwandige Frucht ist das auch. Pflanzen sind sehr ertragreich. Es hängt ja eine Frucht nach der anderen drauf. Das sind ja keine kleinen Früchte, die können schon so 6 cm lang werden und so fast 4 cm breit. Also richtig große Früchte hängen da drauf. Was macht man mit diesen schönen Früchten? Naja, ich würde sagen, man kann sie zu einer würzigen Sauce verarbeiten. Oder klassisch natürlich wäre auch ein scharfes Habanero-Pulver. Einfach halbieren die Früchte, Kerngehäuse raus, auf ein Dörrgerät legen und trocknen. Das geht am flottersten und man hat dann ein scharfes Pulver, das man dann dezent in irgendwelche Gerichte dazu mischen kann. Aber Vorsicht, es ist einfach ein scharfes Pulver. Pflanzen können fast einen Meter hoch werden. Da im Gewächshaus sind die Pflanzen sehr ein bisschen kleiner geblieben. Waren die Bedingungen ja heuer nicht so ideal, aber es reicht ja, was da drauf hängt, auf den halben Meter, wie die Pflanzen jetzt groß sind. Reicht ja fast für ein Leben lang Habanero-Pulver für die meisten. Eine tolle, seltene Sorte aus Bolivien. Pido Tacana. Hier ist die Sorte Habanero Tequila Sunrise. Leider ein bisschen zurückgeblieben, nur ganz schwachwüchsig. Andererseits, wenn man die Nachbarpflanzen anschaut, da eine Swiss Chocolate, die hat einfach die ganzen Nährstoffe für sich aufgesogen, ist riesig geworden. Da ist für die einfach zu wenig überblieben. Aber ich kann es euch zumindest noch zeigen. Die Sorte stammt aus Norwegen. Auch in Norwegen gibt es Chili-Züchter. Und zwar hat sie ein gewisser Tom Roger Johansen gezüchtet. An sich soll es eine produktive Sorte sein. Das kann ich natürlich bei dieser eher kümmerlichen Pflanze nicht beurteilen. Tolles, fruchtiges Habanero-Aroma. Das kann ich schon sagen. Das hat sie auf jeden Fall. Die Früchte, die reifen auf so ein gelb-orange ab. Sieht man jetzt auch nicht wirklich, es bleibt eher gelb.
Ich denke einfach, die Pflanzen ist da jetzt nicht voll entwickelt und kann natürlich dann auch nicht die volle Fruchtgröße zeigen, weil die Früchte sollen ja bis zu 6 cm groß werden und da sind wir gerade gleich bei der Hälfte. Auch diese orange Färbung kann man jetzt nicht wirklich erkennen. Ich habe da Bilder im Internet gesehen, wo man wirklich sieht, dass die Früchte einen schönen Farbverlauf zeigen, wie beim berühmten Tequila Sunrise Cocktail. Die Früchte, die sind natürlich mit dem fruchtigen Aroma ideal für ein fruchtiges Salsa oder ein fruchtiges Chili-Pulver. Es gibt übrigens auch eine Anum-Sorte mit dem Namen Tequila Sunrise. Die habe ich auch schon mal angebaut. Die hat natürlich mit dieser Habanero-Sorte gar nichts zu tun. Die ist für milde Esser gedacht, während die wirklich was für die scharfe Fraktion ist. Vielleicht baue ich es nächstes Jahr wieder an und dann hoffentlich zeigt sie mir dann die volle Schönheit, weil ich glaube, dass es eine ganz eine tolle Sorte ist. Nur leider heuer ein bisschen zurückgeblieben. Habanero Tequila Sunrise, eine Züchtung aus Norwegen. Hier habe ich eine Sorte aus der Karibik. Billy Goat heißt sie. Eine scharfe Habanero-Variante mit bis zu 500.000 Scoville. Es ist sicher eine der schärfsten Habanero-Sorten, die ich kenne. Vielleicht sogar die schärfste überhaupt. Diese tropfenförmigen Früchte, die haben sie also in sich. Unter dieser beißenden Schärfe, da versteckt sie allerdings ein fruchtig-rauchiges Aroma. Sehr außergewöhnlich. Es ist wirklich eine fruchtige Note dabei. Man muss halt die Schärfe wegdenken können. Dann spürt man das. Die Sorte ist ideal für richtig heiße Soßen, für eine Hot Sauce. Zum Kochen natürlich immer gut geeignet oder zum Trocknen. Da kommt natürlich dieses rauchige Aroma noch besonders gut raus, wenn man die Früchte trocknen. Die Sorten, die kenne ich seit einer Führung beim Erich Stekowitz. Da haben wir sie verkostet und haben uns gleich verliebt in diese tolle Sorte, weil es einfach dieses rauchige Aroma hat. Das ist ja was ganz was Besonderes und ertragreich ist die Sorte auch. Ich habe sie da jetzt im Eck, da im Gewächshaus, zusammen mit anderen Chilis in eine große Kiste gepflanzt. Habe es nicht einmal groß aufgebunden, habe es einfach überhängend wachsen lassen. Den Antrieb, den habe ich jetzt raufgebogen, damit man ein bisschen was erkennt jetzt von diesen tollen Früchten. Wächst sehr unkompliziert, man muss sie halt einen guten, warmen Standort geben. Dann hat man einen tollen Ertrag, man sieht ja, was da alles drauf hängt. Schöne, große Früchte. Eine tolle Habanero-Sorte aus der Karibik, Billy Goat. Hier habe ich einen unserer Favoriten bei den scharfen Chilis aus dem Vorjahr. Fatally Hot ist es mit diesen schönen, länglichen, gelben Schoten. Diese Sorte stammt aus Afrika, wurde wahrscheinlich von heimkehrenden Sklaven aus der Karibik mitgebracht und dann dort weitergezüchtet. Es ist eine Habanero-Sorte, aber mit einer unglaublichen Schärfe. Schärfer als die meisten Habaneros, so bis zu 400.000 Scoville sind da möglich. Und vor allem die Schärfe, die setzt ganz schnell ein und heftig und hält dann noch lange an. Warum ist es dann trotzdem eine unserer Favoriten gewesen? Einfach weil sie unglaublich gut gewachsen ist letztes Jahr und gut getragen hat. Heuer nicht ganz so viel. Da ist die Pflanze nur halb so groß wie im Vorjahr. Aber kann man immer noch zufrieden sein. Ist halt nicht jedes Jahr gleich. Aus den Früchten, da kann man eine herrliche, fruchtige Salsa machen. Mit ein paar exotischen Früchten noch dazu. Passt wunderbar. Und wir haben es natürlich dann verwendet für unsere Mango-Habanero-Sauce. Da passt es auch wunderbar. Eine tolle Sorte mit scharfen Schoten, Fatally Hot. Hier habe ich eine Habanero-Sorte von den Niederländisch-Antillen aus der Karibik. Habanero Antille Caribbean heißt diese tolle Sorte mit diesen
roten, spitz zulaufenden Früchten. Unglaublich ertragreich, macht seine schirmartige Krone. Ich habe es gar nicht aufgebunden, habe es jetzt einfach da wachsen lassen. Die breitet jetzt da richtig so auf dem Beet aus. Kann es natürlich auch aufbinden, aber es ist einfach nicht notwendig gewesen. Ich habe eh Platz da, also wächst es einfach da als Bodendecker praktisch. Und wenn man dann reinschaut, dann sieht man, was da alles drauf hängt. Unglaublich ertragreich ist die Sorten. Schärfe liegt bei 150.000 bis 325.000 Scoville. Der Geschmack, der ist schön fruchtig mit dem typischen Habanero-Aroma. Kann man sehr gut zum Kochen verwenden, für die Herstellung von Hotsoßen, Salsas und natürlich auch zum Trocknen und dann ein Habanero-Pulver draus machen. Ist unglaublich einfach zum Kultivieren. Ihr seht es ja, ich habe da gar nichts gemacht, habe es einfach wachsen lassen. Einfach an warmen, geschützten Standort. Dann wächst sie einfach von alleine. Ab und zu dann natürlich gießen. Aber ist sicher von den Habanero-Sorten eine der unkompliziertesten. Kann man natürlich auch dann in einem Topf auf der Terrasse probieren. Wie gesagt, ein warmer Standort muss halt trotzdem sein, damit die Früchte auch noch ausreifen können, weil da dauert die Reifedauer so 100 bis 110 Tage. Das ist einfach gute 4 Monate fast, bis da was reif ist. Und in den 4 Monaten, da brauchen sie sehr viel Wärme. Eine tolle Sorte aus der Karibik, von den Niederländischen Antillen. Habanero Antillet Caribbean. Hier habe ich eine unserer Lieblingssorten, die ich seit vielen Jahren im Anbau haben. Lemon Drop ist es, die klassische Zitronenchili aus Südamerika. Meiner Erfahrung nach ist es die Sorte mit dem intensivsten Zitrusaroma. Ich kenne keine, die mehr Zitrus in den Früchten hat als die Lemon Drop. Allerdings hat sie natürlich auch eine gewisse Schärfe, die liegt so bei 7, das ist halt einmal eine Schärfe, die man aushalten muss, um dieses Aroma schmecken zu können. Die Pflanzen, die sind sehr wüchsig, ist eine Pacatum-Sorte und auch sehr produktiv. Da in dem Topf ist sie jetzt nicht so hoch wie im Vorjahr geworden, aber 1 Meter 20 ist da leicht möglich. Aber man sieht auch da in dem eher kleinen Topf, was da alles an Früchten drauf hängt. Unglaublich ertragreich, diese Sorte. Wer übrigens diese Schärfe nicht so vertragt und trotzdem dieses Zitrusaroma haben will, dem empfehle ich eine Weiterzüchtung, die ich seit dem Vorjahr im Anbau habe, die Sorte Blended Lemon. Das ist eine Frucht dieser Sorte. Ihr seht, die sind um einiges größer als die von der Lemon Drop und haben weniger Schärfe. Da liegt sie etwa bei 4. Das sollten die meisten dann ganz gut aushalten. Das Aroma ist genauso gut. Tolles Zitrusaroma. Wir bauen einfach beide jedes Jahr an. Die Lemon Drop und die Blended Lemon. Je nachdem, für was wir es halt verwenden wollen. Für eine scharfe Chili-Sauce, Chili-Salsa, da ist die Lemon Drop, die originale, sicher besser. Wenn wir es nicht ganz so scharf wollen, dann nehmen wir eben die Blended Lemon. Eine unserer absoluten Lieblingssorten, Lemon Drop. Hier habe ich eine Habanero-Sorte aus Mexiko. Oxcutz Cabian Orange, schwierig zum Aussprechen, aber ist eine ganz eine tolle orange Habanero-Variante. Die wurde 1979 auf einem Markt in der Provinz Yucatan entdeckt und geschmacklich soll das eine der allerbesten orangen Habaneros sein. Habe ich natürlich auch schon gekostet und muss sagen, eine tolle Süße steckt da in den Früchten drinnen, eine tolle Fruchtigkeit, natürlich auch die Habanero-Schärfe von 100 bis 300.000 Scoville, aber darunter steckt eben diese Fruchtigkeit, diese Süße, wirklich ausgezeichnet, gefällt mir sehr gut. Die Pflanzen ist auch unglaublich ertragreich. Man sieht es da schlecht, weil es so zugewachsen ist. Aber es hängt da so viel drauf.
vor allem, es wird noch so viel mehr drauf hängen. Ihr seht es, das Reh ist da mal nächtens vorbeimarschiert und hat die ganze Seite vom Gewächshaus entlang die Triebe abgeknabbert. Seitdem ist das Gewächshaus in der Nacht zu und auch die Plane vorne runtergelassen. Aber da wäre noch sehr viel mehr drauf jetzt. Aber es ist jetzt auch genug drauf, es ist ja unglaublich, was da drinnen hängt. Eine der ertragreichsten Sorten, die ich kenne. Was macht man mit diesen tollen Früchten? Klassisch natürlich eine Salsa, eine Soße. Kann man natürlich auch trocknen, ein fruchtiges Chili-Pulver gibt es. Universell einsetzbar. Und ich glaube, bei der Produktivität, da wird man nie einen Mangel an Früchten haben. Eine tolle fruchtige Habanero-Sorte aus Mexiko mit einem witzigen Namen Oxcutzcabian Orange. Thank you.